Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 2. Im letzten Part haben wir uns hier in... Wie heißt das Ding? In diesem Turm hier umgesehen. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Und... sind quasi... Aua, aua, aua. Blutung und Gift, genau. Ja, vergifte mich. Vergift... Du Arsch. Da war ich jetzt zu unvorsichtig. Naja. Was soll's. Auf jeden Fall haben wir uns hier umgesehen. Dann kann ich gleich gucken, wie der Turm hieß. Das ist auf jeden Fall der Windmühle im Erntetal. Und ich habe keinen Bock auf diesen Naga-Boss, weil ich das Gefühl habe, hier muss ich noch irgendwas machen. Trotzdem werde ich kurz reingucken, weil ich wissen will, ob das Gift abgelassen wurde durch den Wahrheitsferg. Und, oder ob ich halt einfach entsprechend diese Giftfässer einfach runterlassen muss. Ich schieße auf dich jetzt einfach einen Pfeil. Und noch einen. Da kommt er eh. Er läuft trotzdem rückwärts, okay. Dat kluge KI. Haut zu. Und jetzt bin ich dran. Aua, aua, aua. Dat Kombo. Dat Kombo. So, ich muss eh nur kurz nach unten, um die Giftfässer abzulassen. Die zwei. Und ich hoffe wirklich, dass das seine Wirkung nicht verfehlt. Also, halt, nee, da war der Schalter. Wir lassen das einfach mal wieder runter. Da hat es auch kein Loch in der Wand und nichts, das... Oh! Dafür sind die gut. Okay. Zurück zum Leuchtfeuer. Ich glaube, das wird beim... Ich muss erst nochmal heilen. Sonst komme ich die Leiter nicht hoch. Schnell, 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 schnell. Zurück zum Leuchtfeuer. Nee, dann hilft es nicht. Dann muss ich nochmal zu dem Boss reingucken. Habe ich eigentlich inzwischen irgendwas Neues, was ich mal verbrennen könnte? Nee, immer noch nur die Menschenbilder. Okay. Ach. Aber warum kann ich hier eine Abkürzung öffnen, die mir einen Weg öffnet, der irgendwie nichts mit dem Boss zu tun hat, weil ich so viel einfacher hinkomme? Beziehungsweise, weil ich eigentlich sogar nur so hinkomme. Da ist die Nebelwand. Ach, jetzt muss ich natürlich auch an denen wieder vorbei. Mich wurmt das immer noch, dass ich in diesen Geheimgang nicht rein kann. Vielleicht öffnet sich ja da nach dem Bosskampf was. Wer weiß. Macht sie ein Feuer... Nee, sie macht die Dinger, okay. Nicht die Explosion machen, bitte. Bitte, bitte, ich bitte dich. Ich bitte dich im Freundlichen, aber töte dich trotzdem, weil ich weiß, dass du dasselbe tun würdest. Komm her, Grabwächter. Werd auch mal... Aua. Aua. Der hat eine ganz komische Cthulhu-Maske, fällt mir gerade auf. Sieht zumindest so ein bisschen Cthulhu-mäßig aus mit diesen Wabbeln da unten. Oh Gott. Nach der Naga kommt Cthulhu als Endboss. Was ich an sich ja ganz cool finden würde, aber... Ein Drachenamulett, okay. Ich will jetzt mal schnell da oben gucken, ob das schwarze Phantom wieder da ist. Die Pilze sind es auf jeden Fall. Nee, ist weg. Öffnet sich mir denn jetzt hier der Weg? Nein. Truhe voraus. Warum darf ich denn da nicht rein? Das ist so fies. Ich finde das gemein. Äußerst gemein. Gut, wenn das Klackern also tatsächlich von den... Geht's dir gut? Eher nicht so, oder? Okay, ist mir eigentlich auch egal, wie es dir geht. So. Locken wir mal den ersten an. Ich drücke immer die falsche Taste hier. Oh, jetzt hatte ich kurz befürchtet, ich hätte den zweiten auch getroffen. Es ist ja an sich wirklich alles nicht so schwer, aber ich muss jetzt...
nicht unbedingt gegen zwei von denen auf einmal kämpfen. Wirklich nicht. So. Das war jetzt schön. Kriege ich den zweiten auch so schön verarscht? Schauen wir doch mal. Und ich werde, wenn ich da auf der Leiter, auf der Treppe stehe, erstmal gucken, ob nicht irgendwo an der Seite vielleicht doch noch irgendwas in der Giftplörre ist, was mir weiterhelfen könnte. An sich ist das ja gar nicht so tragisch bei dem Bosskampf, weil gut, Schaden und so kriegt sie ja. Das wäre ja nicht das Problem, aber dadurch, dass ich halt konstant vergiftet bin und da nicht wirklich was gegen tun kann und mich noch dazu überhaupt nicht bewegen kann und sie scheiße schnell ist und überhaupt ich mich gerade einfach nur über diesen Bosskampf beschweren möchte, ist das alles nicht so einfach. Die Giftleiste nimmt zu. Obwohl ich nicht mehr in der Plörre stehe. Na, da wurde jemand in der Nebelwand getötet. Ich werde diese Giftheilungsdings, die hier ausrüsten. Oh Moment, hier habe ich doch auch noch. Und heilt Gift. Hätte ich mal lieber die gefressen, dann hätte ich die Giftresistenz ja höher jetzt noch, aber okay. Das hier heilt TP. Ich werde auch das Drachenamulett mal mit reinnehmen. Wenn ich es schon habe, benutze ich es auch. So, dann das hier. Moment, ich könnte ja auch mal... Ich benutze mal ein Menschenbild, vielleicht kann ich mir hier jemanden beschwören. Vielleicht ist deswegen da oben das Gebiet. Vielleicht ist da ein Rufsymbol. Hinter dem schwarzen Phantom, gucken wir doch mal. Also hier in der Plörre ist nichts. Kann ich mal schnell durch, damit ich nicht vergiftet werde. Hier. Das ist ein anderer Spieler. Hätte ich zwar an sich jetzt auch kein großes Problem damit, aber ich möchte jetzt erstmal gucken, ob ich mir hier einen NPC beschwören kann. Eher... Was? Das war doch schon wieder am Abnehmen. Oh... Why, Game, why? Jetzt könnte es natürlich höchstens sein, dass hier bei den Pilzen drinnen eins ist. Ich nehme mal eben die Pike, damit ich nachgucken kann. Wo ist er denn? Da ist die Pike. Gut. Gut. Gleich passt's. So ist in Ordnung. Dann gucken wir mal schnell. Nee, hier ist nichts. Jetzt würde mich nur eben mal interessieren. Trost. Aha. Nee. Steht nichts von wegen Falle. Das heißt, das war entweder ein Troll oder ich... Nee, das muss eine Falle sein. Das... Was haben wir denn hier? Captain Cosmic und so. Da oben vielleicht? Nein. Also kann ich mir keinen NPC beschwören. Ich will mir eigentlich auch keinen anderen Spieler beschwören, solange ich nicht selbst weiß, wie ich eigentlich in dem Bosskampf zurechtkommen soll. Seppo Hekin. Jetzt warte ich mal ab, ob das Gift steigt und dann gehen wir nochmal durch die Nebelwand und ich werde mein Möglichstes versuchen. Ich werde zum Heilen erstmal die Drachenamulette benutzen, denke ich. Aber ich werde gleich auch die Vergiftung heilen dürfen. Nein, sie nimmt doch wieder ab, okay. Jetzt warte ich nur, denn ich hatte eigentlich das Gefühl vorhin auch. Hilfe und... Versucht Schild. Ich habe einen Schild. Nur leider hilft in diesem Kampf der beste Schild nichts. Habe ich erstmal feststellen dürfen, weil es ist... Plörre am Boden. Oh, jetzt muss ich kurz aufpassen. Ja, mein Giftleiste ist schon leer. Dann nehme ich jetzt wieder den Giftbissring. Den brauche ich auf jeden Fall. Kann ich vielleicht auf den Chlorantiering verzichten zugunsten... Der hier könnte eventuell was bringen. Balance erhöhen war ja auch der
Das kann ich eigentlich ganz einfach austesten. Ob das der Effekt des verrosteten Eisenrings ist. Nein, das ist nicht. Ich werde trotzdem langsam in der Plörre. Och, wäre auch zu schön gewesen. Und ich bin überladen. Die Ringe sind zu schwer. Grabwächterärmel. Ich kann ja mal versuchen, mir eine Giftresistenzrüstung zusammenzustellen. Sehe ich das richtig, dass du die Giftresistenz bist? Ja. Da haben wir 9. 17. Oh, 21. Dann nehme ich doch mal das hier. Das ist auch gar nicht schwer. Natürlich habe ich sonst keine Resistenz mehr. Da bin ich schon ziemlich gut dabei. Da auch. Ah, hier ist auch noch Luft nach oben. Jetzt bin ich allerdings auch hemmungslos überladen. Das heißt, ich müsste dann auch fast... Reicht das? Ah, nicht ganz. Ohne Bogen? Egal, ich versuch's. Oh, Moment, doch, ich bin... Oh Gott, sie kann zaubern. Ich bin eigentlich recht wendig gerade. Das Problem ist nur, ich bin auch vergiftet. Und ich habe gerade keine Waffe ausgerüstet. Und ich sollte dringend ein Klosteramulett benutzen. Nein, das dauert ja ewig. Das dauert ja ewig, bis der das benutzt. Na wunderbar. Das ist wieder so eine scheiß Hinkniegeschichte. Oh. So eine blöde Hinkniegeschichte. Warum ist das so eine blöde Hinkniegeschichte, wo der ewig braucht, bis sich das aktiviert? Aber ich habe gerade festgestellt, so träge bin ich gar nicht. Ich muss nur in die Mitte des Raums gehen. Ach, es wird trotzdem ein Spaß. Naja. Vielleicht sollten wir doch erstmal auf Wahrheitswerksuche gehen. Das kann ich mir sparen. Ich gehe jetzt erstmal meine Estus-Flakonscherbe benutzen und Giftresistenz. Ich kann kein Giftresistenzgedöns kaufen, weil das der fahrende Händler verkauft und der ist nicht mehr da. Ach, dann kann ich mir das auch sparen. Dann benutze ich jetzt auch die Scherbe nicht. Ich versuche es einfach mal. Ich gehe jetzt einfach mal nochmal in den Kampf rein. Und eigentlich kann ich auch mit... Das kann ich ja mal anlassen. Aber hier gehe ich auf leichtere Schuhe. Auf diese hier. Dann kann ich nämlich auf diesen Ring verzichten und stattdessen lieber den hier benutzen. Scheiß drauf. Oder? Viel bringen tut's ja nicht, weil ich werde zwangsläufig vergiftet in dem Kampf. Von dem her ist es echt egal. Aber welchen nehme ich dann stattdessen? Körperliche Angriffe zurückschrecken. Ich weiß nicht, ob sie zurückschrecken kann. Sie ist schließlich ein Boss. Das hier könnte ja eventuell so ein bisschen einen Effekt bringen. Vielleicht nehme ich ein bisschen leichtere Stulpen. Die hier. So, so ist das in Ordnung. Dann ist wieder Bogenzeit. Der Arbeitshaken. So, Bogen. Ping, ping. Du tötest dich erstmal wieder selbst. Das heißt, ich kann die andere wieder nicht anvisieren. Oh, aber sie wurde auch vergiftet. Okay. Wow, sie hat trotzdem noch eine Explosion legen können. So ein Mist. Diesmal droppen sie auch nichts. Du da. Herkommen. Herkommen, habe ich gesagt.
versuche jetzt nicht, mich zu vergiften. Komm her! Stirb einfach. Cthulhu-Mann. Oh. Und von dir gibt es wieder ein Drachenamulett. Das ist an sich ganz gut, aber ich... Sie ist zu wendig. Ich habe keine Chance, die Dinge einzusetzen. Effizient. Das ist eigentlich so das Problem bei der Sache. Die Amulette wären ja an sich echt awesome dafür, weil sie TP und Vergiftung heilen. Aber bis das mal aktiviert ist, diese ewig langen Hinknie-Animationen, die Zeit habe ich bei so einem wendigen Boss nicht. Wenn sie jetzt träge wäre, wäre das was anderes, aber sie ist nicht träge. Das ist mein Problem. Komm runter. Oh. Ach, das ist ja auch witzlos. Ah, ich habe ja daneben gedrückt. So, ping ins Gesicht. Du hast da einen Pfeil im Kopf. Übrigens. Oh, oh. Oh, damit könnte ich... Ja! Trotzdem ist die Backstep-Position irgendwie komisch bei denen. So, jetzt gucke ich, ob ich durchkomme, ohne eine Vergiftungsheilung zu brauchen, was sehr... Nee, ich bin zu lange in der Plaure gewesen. Das wird nicht gut gehen. Habe ich noch einen Lebensstein? Vielleicht kann ich es ausbluten lassen. Ja, habe ich. Okay. Ich habe sogar noch so einen. Oh, und den Elizabeth Pilz habe ich auch noch. Das heißt, ich könnte eigentlich mit Lebenssteineffekt reingehen. Oder mit dem Elizabeth Pilz. Und könnte so der Vergiftung ein bisschen gegenwirken. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn das klappen würde. Dann könnte ich wenigstens die Vergiftung erstmal ignorieren. Das versuche ich. Dann kaufe ich im Notfall einfach ein paar Lebenssteine, dann braucht mich die Vergiftung nicht weiter zu interessieren. Ich nehme erstmal den normalen Lebensstein. Und da sind meine Estus-Flakons. So. Und los, solange meine TP noch regeneriert werden. Da zau... Oh Gott! Mach keine Faxen, meine Gute. Das ist ein sehr starkes Gift, stelle ich gerade fest. Oder der Lebensstein wirkt nicht, weil ich volle TP hatte vorhin, als ich ihn benutzt habe. Ich benutze ihn einfach nochmal. So. Aua! Moment, die heilt sich. Die heilt sich. Die heilt sich. Solange der Plörre drin ist, wird die geheilt. Seht euch das an. Die heilt sich, die blöde Kuh. Das kann so nicht stimmen. Da muss... Oh Gott. Ich bin tot. Nee, da muss ein Trick dabei sein. Wenn die sich auch noch regenerieren kann, dann... Das kann so nicht sein. Das kann so nicht stimmen. Die Frage ist nur, was habe ich übersehen und wo? Ich habe mich doch jetzt überall umgeguckt. Ich habe ja gesagt, das ist so verwinkelt alles, dass ich 100 Pro was übersehe. Und da ist es anscheinend auch passiert, denn irgendwo muss da ein Trick an der Sache sein. Wenn die sich so extrem vor allem heilt. Visionen von reines Glück. Ja, aber da hinten ist ja nichts. Okay. Was gibst du mir? Drei giftige Wurfmesser. Ich wäre echt verlockt, im Spielberater nachzugucken, einfach weil es mich interessieren würde. Aber nein, wir kriegen das so auch raus, was das Geheimnis dieses Bosses ist. Oberteil der Männchen. Und auch, was da oben eigentlich die Nummer mit diesem Schatz ist. Über dem Boss. Ach. Naja. Ich guck mich jetzt nochmal überall um. Was hilft es? Irgendwas muss ich übersehen haben, weil das kann so einfach nicht stimmen.
Es ist so, es ist eine Tatsache, dass das alles so nicht seine Richtigkeit haben kann. Hm. Naja, ich denke aber, das gucken wir uns dann im nächsten Part an und ich setze meinen Hut wieder auf, weil die Maske ist einfach nur creepy. So. Ach, dann würde ich sagen, beenden wir den Part hier an dieser Stelle erstmal. Im nächsten Part werden wir gucken, ob wir das Geheimnis herausfinden. Ansonsten gehen wir erstmal in ein anderes Gebiet. Ach, naja. Dann war es das erstmal für diesen Part und ich sag einfach mal Tschüssikowski, euer Paku.